Herzlich willkommen zu Nachgefragt, dem Talk bei OK54. Haushalt und Sparen, das sind Themen, die derzeit auf allen politischen Ebenen diskutiert werden. Auch im Trierer Stadtrat ist die Finanzlage das Thema Nummer eins. Dass gespart werden muss, darin sind sich wohl alle einig. Nur wo und wie, dazu gibt es unterschiedliche Ansätze. Wir sprechen heute hierzu mit einem Vertreter der CDU, Jürgen Plunien, stellvertretender Vorsitzender der Stadtratsfraktion. Herzlich willkommen, Herr Plunien. Ja, schönen guten Tag, Frau Fromm. Herr Plunien, es muss gespart werden. Wie steht es denn genau um den Haushalt der Stadt Trier? Wie drastisch ist die Finanzsituation? Ja, am besten kann man das vielleicht an dem einfachen Beispiel erklären, dass wir einen Jahresfehlbetrag jetzt haben für den aktuellen Haushalt von 60 Millionen, für den vorgelegten Haushaltsplan von 55 Millionen. Und wenn man diesen Fehlbetrag mal ins Verhältnis setzt zu dem Eigenkapital, das wir ja nach der dopischen Haushaltsführung zu bildenden Bilanz mittlerweile kennen, dann reicht unser Eigenkapital noch bis etwa 2014, 2015. Dann hat die Stadt den Zustand der Überschuldung erreicht. Wie liegt denn Trier mit dieser Verschuldung im Vergleich zu anderen Städten im Land Rheinland-Pfalz? Also Trier bildet schon, soweit ich das weiß, allerdings kenne ich das nur von den Ausgabenseiten her, mehr ziemlich am Ende in Rheinland-Pfalz und hat auf die Bürger betrachtet die höchste Verschuldungsquote von etwa 6.000 Euro pro Kopf, also für jeden, egal welchen Alters, der in Trier wohnt. Angestrebt wird ja der Beitritt der Stadt zum Entschuldungsfonds des Landes. Was darf man sich denn hier genau darunter vorstellen und warum ist es so wichtig, dass Trier hier beitritt? Also der kommunale Entschuldungsfonds des Landes ist ein erstes Mittel oder eine erste Reaktion des Landes auf die drastische Verschuldung der Städte in Rheinland-Pfalz. Und es geht darum, dass die Kassenkredite, das sind die Kredite, die nicht investiven Maßnahmen gedient haben, sondern die eigentlich nur zur Liquiditätsüberbrückung aufgenommen werden, dass die Kassenkredite, die zwischenzeitlich bei den meisten Städten auflaufen, auch aufgrund der Vergangenheit und des sogenannten strukturellen Defizits im Haushalt, dass diese Kassenkredite, eine Möglichkeit für diese Kassenkredite geschaffen wird, dass die Städte diese wieder zurückführen können. Ausgehend von dem Stand 2009 bedeutet das für die Stadt Trier eine Entschuldungshilfe in der Größenordnung von etwa 160 Millionen in den nächsten 15 Jahren. Daraus können Sie dann schon sehen, dass wir auch am Ende nicht schuldenfrei sind, sondern dass auch noch ein guter Rest, selbst von dem Stand 2009, übrig bleibt, ungeachtet der Kassenkredite, die wir ab 2012 jährlich wieder brauchen, um den Fehlbetrag abzudecken. Und kurz zur Information, wie setzen sich denn die Ausgaben des Haushalts zusammen? Wo sind da die größten Posten? Also die größten Posten oder der größte Posten liegt im Bereich der Aufwendungen für soziale Sicherung. Das sind über 35%. Daneben folgen dann die Personalkosten mit 25% etwa des Gesamthaushaltes und die weiteren, das sind also die dicksten Positionen. Unter anderem auch eine Forderung von uns, sich mit den Personalkosten zu beschäftigen. Aus dem Grunde, weil das eine der größeren Haushaltspositionen ist. Jetzt arbeiten ja alle Fraktionen gerade an Vorschlägen zu Einsparungen. Sie haben vor kurzem auf Ihrer Haushaltsklausurtagung ein Einstellungsmoratorium für die Stadtverwaltung erarbeitet. Was dürfen wir uns da genau drunter vorstellen? Also nach den gestrigen Haushaltsberatungen kann ich nur sagen, da sind wir zunächst mal gründlich missverstanden worden. Uns geht es nicht darum, in der Verwaltung jetzt einen generellen Einstellungsstopp dahingehend zu schaffen, dass man sagt, wir stellen auf keinen Fall mehr einen ein. Nein, es geht uns darum, dass jede Einstellung und untersucht wird auf ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit oder das in der Verwaltungssprache die Unabweisbarkeit. Wir sind in einem Prozess in der Arbeitsgruppe Rat und Verwaltung, in einem Konsolidierungsprozess und nach unserer Auffassung ist das zu schleppend. Und deswegen wollen wir mit einem Einstellungsmoratorium erreichen, dass jede Stelle nochmal konkret hinterfragt wird. Und wenn sie aber unabweisbar ist,
dann soll sie natürlich besetzt werden. Wir wollen also nicht der Verwaltung schaden, indem wir sagen, es wird keiner mehr eingestellt, guckt, wie er klarkommt. Das ist nicht unsere Absicht. Und welche weiteren Sparmöglichkeiten sehen Sie in Ihrer Fraktion? Also das ist schon fast ein ständiges Wiederholen immer der gleichen Forderungen. Wir sind der Auffassung, dass, und damit gehen wir eigentlich auch mit der Beratungsgesellschaft der Stadt in Einklang, dass wir in den sogenannten Prozessen, in den Arbeitsprozessen Vereinfachungen schaffen müssen, Optimierungsmöglichkeiten suchen müssen. Und wenn man diese Arbeitsprozesse optimiert, dann kann man auch vielleicht die Prozesse mit weniger Personal bewältigen, um dann aus der Prozesskosteneinsparung und der Personalkosteneinsparung halt Einsparungen für den städtischen Haushalt zu erreichen. Und neben den Ideen zu Sparmaßnahmen, welche Vorschläge haben Sie denn zur Erhöhung der Einnahmen? Also wir haben jetzt in dem vergangenen Haushalt und in dem Haushalt 2012 Einnahmenerhöhungen drin, dass einmal betreffend die wesentlichen, also die Gewerbesteuer, das ist, stand ja auch schon in der Presse zu lesen, und die Grundsteuer B, die jeden Hauseigentumsbesitzer trifft. Und wir haben verschiedene Gebühren und solche Aufwendungen angehoben. Und ich bin persönlich aber der Meinung, oder wir sind der Meinung, dass wir an den Einnahmen nicht unbegrenzt weiterdrehen können. Das ist doch keine sinnvolle Änderung im Haushaltsgefüge, weil es geht bei der Frage der Konsolidierung nicht um kurzfristige Einnahmenerhöhungseffekte, sondern es geht um nachhaltige Konsolidierung. Und nachhaltige Konsolidierung kann nicht sein, den Gewerbesteuerhebesatz ständig anzuheben, denn der ist bekanntermaßen konjunkturabhängig und das kann auch nach hinten losgehen. Wenn die Konjunktur anfängt zu schwächeln, dann gehen die Einnahmen automatisch zurück, ohne dass wir das in irgendeiner Form ändern können. Auch die Bürger konnten ja wieder in diesem Jahr Vorschläge einbringen zum Haushalt, bei der Beteiligung beim Bürgerhaushalt. Welche vielversprechenden Vorschläge sehen Sie da in Ihrer Fraktion? Ja, es sind einige Vorschläge dabei. Wir haben in den Haushaltsberatungen etliche davon als Prüfauftrag an die Verwaltung weitergegeben. Es geht oft sehr bewundernswert, mit wie viel Akribie die Bürger da dran gehen, also bis hin zu einem Vorschlag, der eine Änderung der Wasserhähne im Stadttheater vorsieht, wo der Bürger genau ausgerechnet hat, wie viel Einsparungen durch günstigere Wasserhähne oder neuere Wasserhähne da zu erreichen sind. Er hat sogar hochgerechnet, wie oft man sich im Theater die Hände wäscht. Also das ist schon mit sehr viel Akribie, aber in der Summe ist das natürlich manchmal doch eher weniger. Also es war natürlich auch der Bürgerhaushalt jetzt in diesem Jahr aufgefordert, ausschließlich Einsparvorschläge zu bringen. Aber was dann im Ende davon übrig bleibt, wird man erst nach Prüfung durch die Verwaltung auf die Prüfung der Umsetzbarkeit wissen. Auch die anderen Fraktionen bringen natürlich derzeit Vorschläge ein zum Sparen. Wo sehen Sie denn da Grenzen? Wo sehen Sie, dass einfach langfristig gesehen die Vorschläge oder Sparideen mehr schaden als nutzen? Ja, immer dann, wenn Strukturen oder zerschlagen werden durch die Einsparungen. Also Strukturen, an die wir uns vielleicht alle gewöhnt haben und die wir auch alle lieben. Damit meine ich dann insbesondere die sogenannten freiwilligen Leistungen. Die wenigsten kennen die oder haben eine Vorstellung, was zu den freiwilligen Leistungen gehört. Aber nehmen wir mal eine der größten Positionen, Theater, das ist eine freiwillige Leistung, oder Sport, diese Dinge, das sind freiwillige Leistungen, die aber doch viele gerne wahrnehmen und mögen. Und da tut es natürlich am meisten weh, wenn eingespart wird. Und das betrifft auch die Bürger. Das ist so das Salz in der Suppe für den Bewohner von Trier, wenn er halt die Möglichkeit hat, ins Theater zu gehen, Sportveranstaltungen zu besuchen und Ähnliches. Ein Thema sind ja auch immer die Straßen in Trier. Wie stehen Sie dazu?
Als Mariahofer-Bürger kann ich Ihnen natürlich ein Lied davon singen, wie ich zu der Straße stehe. Das ist ja eine Stoßdämpfer-Teststrecke mittlerweile geworden. Aber das war ein Anliegen von unserer Fraktion, gerade in der Erhaltung der Straße. Und da ist ja ganz wichtig, dass man den richtigen Zeitpunkt findet, wann man eingreift in die Straßen. Und es gibt einen Straßenkataster der Stadtverwaltung, wo also die Priorisierungen sind. Da reden wir, glaube ich, von einem Volumen von etwa 100 Millionen. Und wir haben also nur Bruchteile davon im Haushalt 2012 stehen. Eine Forderung von uns war, wenigstens 2 Millionen zusätzlich in die Erhaltung. Das heißt also nur nicht Neugestaltung von Straßen, sondern Abfräsen der Teerdecke, Neuauftrag der Teerdecke. Dadurch halt, dass die Straßen für längere Zeit wieder zu sichern, was man aus betriebswirtschaftlicher Sicht ja auch Erhaltung des Vermögens, nämlich des Anlagevermögens Straßen auch sehen kann. Und das macht mit Sicherheit Sinn und wird auch von den Bürgern sehr gut empfunden, wenn sie über glatte Straßen wieder fahren können. Und welche weiteren Investitionen sind denn für Ihre Partei vorrangig, trotz knapper Kassen? Also es fällt schwer, aus der Fülle der Notwendigkeiten eine Auswahl zu treffen. Ich habe eben schon vom Theater gesprochen, was natürlich auch ganz wesentlich ist, unsere Schulen, die bedauernswerte Zustand vieler Schulen, der auch von den Eltern oft in Leserbriefen angemahnt wird. Das ist ein schier unglaubliches Volumen, was wir da an Unterhaltungsstau vor uns herschieben und für das es eigentlich auf absehbare Zeit keine schnelle Lösung geben wird. Und ganz ehrlich mal, wo werden denn Bürger Sparmaßnahmen zu spüren bekommen? Ich habe es, also wenn Sie unter Sparmaßnahmen Einnahmeerhöhungen mit subsumieren, dann habe ich es eben schon genannt, die Grundsteuer B, das wird so sein, dass in die Wohnungsbesitzer oder Hausbesitzer oder auch Mieter, wenn es der Vermieter umlegt, das zu spüren bekommen. Wir werden an verschiedenen Stellen die Pflegeaufwand der städtischen Einrichtungen gekürzen, also ich denke ans Grünflächenamt und wenn es der Rasenschnitt der Grünflächen ist, was also nicht mehr in der Häufigkeit stattfinden wird, ob das jetzt von dem einen oder anderen mehr oder weniger wahrgenommen wird, lässt sich schwer sagen, aber das sind sichtbare Zeichen oder sichtbare Einsparungsfolgen dann auch. Wir haben jetzt über die Finanzlage der Stadt gesprochen und wohl gesehen, dass eben Einschnitte kommen, auch für die Bürger. Was mich noch zum Schluss interessieren würde, in Ihrer Arbeit als Mitglied des Stadtrats, bleibt Ihnen denn überhaupt noch viel Gestaltungsmöglichkeit, Möglichkeiten zur Politikgestaltung, wenn die oberste Devise immer sparen, sparen, sparen lautet? Ja, also ich denke, Sie sprechen ja mit mir, mit dem haushaltspolitischen Sprecher und das ist ja zunächst mal eine Sache der Zahlen. Und da kann man zwar in der politischen Meinung diese oder jene Richtung vertreten, aber anfangs sprach ich von der Prozessoptimierung und das sind ja Dinge, die gehen auf sachliche Gründe zurück. Und da macht es schon Sinn, wenn auch die Ratsmitglieder sich mit ihrem Fachwissen einbringen und versuchen, mit der Verwaltung gemeinsam Wege zu finden, um Ausgaben, also den Aufwand zu reduzieren und damit auch der Stadt mittelfristig oder langfristig zu helfen. Dann vielen Dank für das Gespräch, Herr Plunien. Ja, danke auch. Und Ihnen vielen Dank fürs Einschalten. Möchten Sie diese Sendung oder andere Sendungen noch einmal sehen, können Sie dies jederzeit im Internet unter www.ok54.de/mediathek. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.